Die Föderation ist ein Staat auf FCN-Server, welcher aus den Federal States entstanden ist, nachdem die Federal States viele wichtige Politiker verloren haben. Die Federal States wiederum entstanden aus der separatistischen Union, nachdem diese untergegangen ist. Die Föderation ist bei der Technokratischen Republik, dem anderen, älteren, größeren Staat von FCN-Server, nicht sehr beliebt. Und heute beschäftigen wir uns mit der Frage, warum das der Fall ist. Hallo. Wo ist das Problem mit der Föderation? Eine Präsentation von mir für euch. Sehen wir uns die Föderation einmal genauer an, um das Problem zu finden. Wo ist es? Hier. Und hier. Und hier. Auch dort. Und dort. Klein wenig auch hier. Versteht ihr schon, was ich meine? Nicht? Wie wär's jetzt? Die Föderation ist ein Problem. That's quite simple. Das ist eigentlich die ganze Message, die ich habe. Gut, gehen wir weiter ins Detail. Wichtige Fragen zuerst. Wie viel Arbeit habe ich in diese Präsentation gesteckt? 10-mal so viel, wie die Föderation in ihren Ruf gesteckt hat. Warum ist ihr Ruf so beschissen? Und um diesen etwas größeren Punkt genauer zu beschreiben, verehrter Zuseher und verehrte Zuseherinnen, haben die Bürger der Technokratischen Republik eine Liste angefertigt mit all den Dingen, die uns an der Föderation stören und den Dingen, die wir an der Föderation ganz toll finden. Also finden wir es heraus. Link. Hier ist ein Link. Ja, den könnte man jetzt anklicken, wenn man sich diese Google-Präsentation auf dem Desktop ansehen würde. Aber das hier ist wahrscheinlich nur ein Video. Also, hier ist ein Link, ne? Ich präsentiere Ihnen nun die maßgeschneiderte neue Föderations-Like- und Dislike-Liste. Wir mögen die Föderation nicht, weil sie unkooperativ sind, sie die Republik nahezu immer schlecht machen, sie sich militärisch aufspielen, sie sich ständig in die Opferrolle stellen, sie manchmal echt rechtsradikal rüberkommen, sie provozieren, sie extrem aggressiv ihre Grenzen schützen, sie ständig Streit auslösen und das sogar auf Lapiskeks. Auf beiden meiner Server. Wie schaffen die das eigentlich? Sie jeden Vertrag gebrochen haben, den wir mal hatten, sie der Meinung sind, dass sie uns sowieso nicht brauchen, sie schon vor Jahren grundlos Palm Beach angegriffen haben, sie ständig Eier auf Palm Beach oder im Senat geworfen haben, sie überall Kampfeisbären verteilt haben, sie Lag verursachende importierte Feuerwerksraketen abgefeuert haben, sie den Chat mit All Hail irgendwas zugespammt haben, wenn ihr das nochmal macht, ich bann euch, no joke. Sie nicht auf Kompromisse eingehen, sie aggressive Expansionspolitiken versuchen zu führen, ihre Provinzen fast alle irgendwelche rechten Ideologien haben, sie sich vom Rest der Community abschotten, sie einen Leaker haben, der den Hauptdiscord nervt, sie Seegurken entlang der Grenze verteilt haben, sie Seegurken angebetet haben, manche von ihnen Teil einer rechtsradikalen Spielergruppe in den Federal States waren, die sich ganz offen als Neonazis bekennt haben, sie kleine Schwestern als Marionettenkaiserinnen benutzen, sie davon träumen, die Republik niederzubrennen, sie geplant haben, Arbeitslager für Oblivianer zu errichten, sie Atombomben während des Atomwaffensperrvertrags gebaut haben, sie Kriegskommandozentralen unter Botschaften errichtet haben, sie Abhörstationen in republikanischem Territorium errichtet haben, sie sich nicht gebessert haben über die Jahre, sie in einer Filterblase leben, sie sich nicht für irgendetwas entschuldigt haben, sie Hooligans sind, die immer noch unsere Gebäude mit Eiern bewerfen, letzter Stand 1.9.2019, und sie einfach nicht verstehen, dass ihre Taten Konsequenzen haben. Let me just have a little drink. Aber wir mögen die Föderation, weil Josel schön bauen kann, Timme echt nett ist und ein paar von ihnen sogar Interesse an Handel haben. Ja, ist für den Normalverbraucher nun verständlicher, warum die Technokratische Republik fast absolut gar nichts mit der Föderation zu tun haben will? Dass alle Sanktionen, die wir gegen sie verhängt haben, die da wären, sie dürfen nicht in unsere Hauptstadt bauen, sie dürfen nicht unser Bildungssystem benutzen, sie dürfen eigentlich nichts von uns benutzen. Eigentlich, wir ignorieren sie einfach. Der Senat hatte einstimmig beschlossen, dass wir sie ignorieren und bei einer zweiten Abstimmung immer noch dafür gestimmt, dass wir sie weiterhin ignorieren. Dass das alles nur Reaktionen sind auf das extrem anstrengende, nervige und kindische Verhalten, das einige Leute, nicht alle, aber einige Leute in der heutigen Föderation jahrelang an den Tag gelegt haben. Und diese Personen sind heute in den Führungspositionen der Föderation und ziehen damit den Ruf der Föderation in den Boden. Unter den Boden. In die Hölle. Tiefer. Was ist tiefer als die Hölle? Es kommt auf der anderen Seite des Planeten wieder raus. Was also könnten sie tun, um diesen unangenehmen Zustand aufzuheben? Keine Ahnung, das ist nicht mein Problem. Wenn die was von uns wollen, dann sollen sie sich bessern. What the fuck? Wie wäre es, wenn die nervtötenden militärischen Isolationisten nicht mehr ihre Anführer sind? Das wäre schon mal ein guter Anfang. But again,
That's not my business. Ey, come on, wie viele Dislikes kann dieses Video bekommen? Wo sind all die treuen Föderalisten? Wo sind sie? Wo sind sie? Da sind sie!